So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren mega spannenden Match hier bei Inner Swim Eleven Ultimate, bei Inner Swim Eleven 2 Chronos Downs Donnerknall, genauer gesagt bei Fake Charles oder Charles Fragezeichens Tor Match Nummer 3 gegen die Stratosportler. So, jetzt waren wir mal richtig genau ins Detail und gegen die spielen wir heute. Die Lümmel aus der Hintergasse, wie schon gesagt, könnte ein Erotikfilmtitel sein, aber könnte auch hoffentlich was anderes sein, sonst ja, wäre es ein bisschen komisch jetzt gleich. So, gegen Stratosport antreten, definitiv. Mal gucken, was sie da drauf haben. Wir hatten die schon mal, ich weiß nicht mehr ganz exakt genau wo, aber mal gucken. So, Touchpad ist ready und wir legen los. Ultimate oder Ultimate 11 vs. Stratosportler mit 30, genau. Und diese Verrenkungen. So, da sind wir. Und hier die Stratosportler. Ah, ja. Ayabe, holy shit. Und Skywalk. Muss ich jetzt auch dezent gerade an Sanji denken bei Skywalk, ich weiß nicht warum. Vielleicht weil das einfach Sanji ist. Mal gucken. So, Blaublatt von der Ibis weg, dass sie relativ angriffsstark ist, die Aufstellung. So, mal gucken. Oben links haben wir Hokuro Ayabe. Will nur seine Augen betonen, wirkt aber irgendwie unheimlich. Sieht eher wie so eine, wie eine Spinne, die Ebenenspinne. Daneben haben wir Gas Baggy oder Bagage. Sein Selbstbewusstsein ist selten gerechtfertigt, hat aber viele Neider. So, Mitte da vorne im Mittelfeld, Tenkei Yasu. Hat den Biorhythmus einer Eule und ist morgens so nicht zu gebrauchen. Rechts davon Leif Hatto. Die Leidenschaft für den Fußball brodelt in dem Spiel ein Vulkan. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein Vulkan, der leicht am Ausbrechen ist. Billili Adharma. Ein wahrer Glückspilz. Gewinnt bei jeder Tombola den Hauptpreis. Ist er damit nicht auch irgend so ein Glücksgott oder sowas? Lucas Skywalker. Hat einen guten Fußball gespielt, aber verlässt sich jetzt auf faule Tricks. So, es könnte ein bisschen ins Detail gehen, aber ich will jetzt nicht zu viel von One Piece spoilern. Bezüglich Sanji und ich sag nochmal Germa 66. Wie gesagt, ich will es nicht spoilern, aber da könnte man auch von faulen Tricks reden teilweise, aber wie gesagt, aus Spoilergründen gehe ich mal lieber nicht drauf ein. Ich weiß nicht genau, wo bei One Piece da ist, es ist ja doch mittlerweile ein bisschen lang mit über 1000 Kapitel. So, Verteidigung. Noah Yu, von Natur aus ein Querkopf, der noch nie mit jemandem einer Meinung war. So, dann links davon Dirk Anlands, rast auf die gegnerischen Spieler zu und macht ihre Angriffe zunichte. Rechts davon Larga Tendelfee, Körper, Gesicht, Ego. Dieser Junge hat von allem so viel abgekriegt. Ja, vor allem Gesicht, das sieht ja alles andere schön aus. Dann unten haben wir Mo Sake. Sake Mo. Puzzle-Fan. Hat schon mal eins mit 3000 Teilen selber entworfen. Okay, das ist nicht so schwierig. Es gibt ja Seiten, da kann man Bilder hochladen und daraus Bilder machen. Puzzles machen lassen. Habe ich auch schon ein, zweimal machen lassen. Ist schon eine ganz coole Sache. Aber die Puzzle einfach selbst zusammenpuzzeln, das ist das Schwierige. Und dort haben wir Norimaru Gasen. Ein ziemlich unterkühlter Typ, bei dem man mit Schmeicheln aber weit kommt. Auf der Tastatur haben wir unter anderem Cole Stoker. Kocht gerne in freier Natur und ist immer unterwegs zum Campen. Darunter Turner New Leaf. Renommierter Rang
reformierter Randalierer, der nicht mehr beim kleinsten Anlass ausrastet. Ein reformierter Randalierer klingt ja sehr wild. Rex-less ist immer mittendrin und kann deshalb auch die meisten Narben vorweisen. Ah, deshalb das X auf seinen Dings. Howie Itza. Oh, Howie, auch so ein richtig ungünstiger, nicht blöder Vorname. Howard geht da nicht was, aber Howard, also Howard Wolowitz, der Spitzname Howie fand ich immer schon sehr komisch. Und er sagt auch seine Frau zu ihm, Howie. Das ist ein bisschen seltsam immer. Hat zwei verschiedenfarbige Augen und übersteigertes Selbstvertrauen. Und zu zuletzt noch Jimmy Kirk. Sehr freundlich und gehorsam. Kann manchmal ziemlich herzlos sein. Okay, interessant. So, ziemlich haben wir 3081 TCP, die wahrscheinlich eh nicht eingesetzt werden, aber mal gucken. Wir hatten das letzte Mal schon Kampfgeister. Deshalb bin mal gespannt, was hier alles passieren wird. So, diesmal über hinten links, dann die Mitte, wenn ich nicht dauernd Hoppler machen würde. Oh, richtig geile Location hier. Bin ich irgendwo am Strand? Bestimmt. Nee. Ich bin immer ganz woanders. Das sieht doch nie nach Strand aus hier. Lot. Ja, das will für Glücks. Das heißt, das kann er quasi wieder auswürfeln. Ob der blutrote Keil reingeht oder nicht. Werden wir ein bisschen Gas geben hier. So. Ne, die Würfe sind nicht mehr gefallen. 1-0. Der hat nicht mal gewürfelt, der Boy. Nein. Das wird nicht nochmal passieren. Hahaha. Habt ihr das gesehen? Das war der absolute Knaller. Der Typ sieht ein bisschen aus wie der PC Master Race. Das PC Master Race Symbolbild Logo Dings. Ein kleines bisschen. Wo ich mich auch schon seit einiger Zeit quasi selbst rühmen darf. Denn ich glaube schon seit Monaten, ungelogen, seit Monaten echt kein PlayStation mehr gespielt. Mittlerweile nur noch am PC. Ah ja, und ab und zu ein bisschen hier 3DS. Und anderes bezüglich LPs. Aber mittlerweile echt sehr, sehr, sehr viel am PC. Also wenig Spiele. So, so ein normaler Schuss von Zodiac. Quasi der goldene Schuss, der ebenfalls reingeht. 2-0. Super, aber wie gesagt, leider goldener Schuss. Zodiac ist also weg. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Hahaha, habt ihr das gesehen? Das war der absolute Knaller. Der Überknaller. Und weiter. Ansage war raus. Jetzt ist er kaputt. Damit auch ein bisschen. Nee, körperlich ist noch ganz fit. Ach, was soll's. Brandfallbohrer. Hilft ja alles nichts. So, ein bisschen weiter nach vorne. Mit Ryoma. Mai, Ramoa. Und diesmal Katana Kick. Das immer noch auf Level 1 ist. Das ist so traurig. Schön. Die Lot-Rüstung. Mit den geilen Rädern da. Windrad. Ja, der könnte jetzt schon stoppen. Ganz knapp. Aber wirklich sehr knapp um 1.
Truffgeschüsse. Wieder Brandfellbohrer. Oh, nicht zu nah ran. Wieder Katana-Kick. Und wieder Windrad. Und diesmal geht er rein. 3:0. Tena Rutoran. Auch so ein Relikt aus der Vergangenheit. Oder macht das noch irgendwie auf Conventions? In ja, wäre das so cringe. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Hahaha. Ryoma Nishiki stets zu Diensten. Denn, denn. Immer schon einem kleinen runden Ball bleiben. Der hat einen Cyber-Dribbler. Links. Leicht nervig. Wenn man nicht ganz dahin kommt, wo man eigentlich hin will. Zwei Schritte zum Ball. Als gutes Beispiel. Na. Wieso passt er nicht drüber? So soll ich extra einen Haken einschlagen. Einen Windhaken. So, mega cool. Und bei Skyward müsste ich nicht locker vorbeikommen mit meinem wundersamen Wundersprint. Easy peasy. Wo soll ich doch? Ach, was soll's. Und halt den alten Musashi raus, den alten Samurai. Der tapfere Samurai. Durchsetzen. Der ist jetzt ein bisschen leicht übertrieben, weil jetzt. Aber er hat den Kampfgeist Rüstung, also zählt dementsprechend schon. Bushin-Klinge. Ah, sieht schon geil aus. Man wird wahrscheinlich reingehen, denn ich glaube, so viel reißt er nicht. 4:0. Easy. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Hahaha. Ryoma Nishiki steht zu Diensten. Geht schon nochmal super los. Erste Halbzeit wieder mal 4 Tore. Beziehungsweise vielleicht 5, mal gucken. Wo geht der mit Power Plus? Power Pulse. Eine leicht ätzende Technik. War glaube ich beim letzten Mal so. War es beim letzten oder vorletzten? Glaube ich beim letzten Match. So nervig. So, Ricky. Kaiserpinguin 3. Ich weiß nicht, ob das ausreichend ist aus der Entfernung noch. Kommt dann gleich mit knapp 300 an. Windrad hat. Ha, einiges weniger. 5:0. Es ist wieder da. Das ist schön. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Grande, so schießt man Tori. Ist das schön. Weiter. Rechts. Er auch rechts. Oh, knapp, aber das ist meiner. Ah. Schnell, 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 schnell. Boah. Dead Reflexe. Aber eigentlich will ich ja hier genau bleiben, ein bisschen leicht unten. Mit Face.
Tyrannotorpedo reinhauen. Ach, dann will eine kleine Augenweide. Dann ist halt die Rüstung weg und ist somit viel leichter zu schlagen. 6 zu 0. Seit langer Zeit wieder ein Tor mit Fey. Gab es auch schon ewig nicht mehr gefühlt. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Ja, so wird das gemacht. Aber das fühle ich gerade ein bisschen. So. Und. Ja, damit. Rechts. Den Titan hat es noch geschmissen, aber. Wie doof. Angriff ist die beste Verteidigung. Wer würde da sagen, wie doof? Die würden fluchen wie sonst was. Wie doof. So, 6-0. 7 Torschüsse, 10 Techniken und 77% Ballbesitz. Boah, das ist schon. Ich glaube, ich hatte mal ein Match mit irgendwas mit 80%. Das war krass, aber 77 ist auch schon nicht so schlecht. So. Dann trinken wir einen Schluck und dann geht's weiter. Weiter. Fast im Takt der Musik. Ah, wieder das hier. Und von einer Ecke ins nächste rennen. Diesmal Brandfeldbohrer. Diesmal ist es mir wert. Meistens sind wir eher in der zweiten Halbzeit wert, denn da sind die meisten Tore schon längst drin. Also meine Minimum geforderten Tore. Sagen wir es mal so. Und dann kann man hier ein bisschen rumwurscheln. So ein bisschen auf gechillt. Und gucken, was so geht. Boah, der flog ja richtig weit. Er liegt dann auch voll im Saft. Dann machen wir mal du, Donnerkeil. Mit dem guten alten Fey. Diesmal. Ist meistens eher random, wer gepickt wird. Aber 291, ob er den halten wird? Ne. 7 zu 0. Erstmal hier High Five. Mit dem Charakter, das wäre cool. Nein, das wird ihm nicht nochmal passieren. Das war fast schon zu einfach. Aber auch nur fast. So, wieder nach hinten. Was immer jetzt dieselbe Konstellation. Macht es schon fast nicht mal Spaß. Aber ein bisschen was anderes hier. Du gehst auch mal nach oben. Pension Crescendo. So, guck dir mal dieses Gebäude an. So eine coole Technik. Wäre auch eine Real-Life-Technik, die sehr interessant wäre, wenn so sowas einfach auf dem richtigen Bolzplatz passiert. Einfach so, bupp. Ganzes Pantheon aufgebaut. Ha. 8 zu 0. Gum-Gum-Pistole. Auf Wisch bestellt. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Hahaha, habt ihr das gesehen? Das war der absolute Knaller. Jetzt schon mal wieder rasant weiter die zweite Halbzeit. Ah, wieder das gleiche hin und her. Nee,
Jetzt haben wir mal Adama eingeholt, bevor er dazu kommt. Und das Ganze geht jetzt fast spannend weiter. Oder machen wir es mal sehr spannend. Sternzöpfe, vielleicht rennt sein Ab noch rein. Wobei er hat fast kein TP mehr, bringt das also auch nicht so viel. Aber das bringt was, nämlich das 9 zu 0. Weiter? Nein, das wird nicht nochmal passieren. Aha, wir spielen in einer ganz anderen Liga. Nämlich in der Höhenliga. Der wird es halt auch nie besser, aber ich werde ihn bestimmt noch tausendmal erzählen. Immer wenn Beilong ein Tor macht, kommt diese Anekdote von ganz unten wieder hoch. Er klopft hier an und dann kommt er einfach raus, der Spruch. Sodele. Faye. Auch noch richtig gut dabei. Hier können wir auch mal das Mondtande machen. Eine seiner stärksten Schuss, den ich aber relativ selten einsetze. Windrad? Ne. 10 zu 0. Das ist wieder so ein 4 zu 4 Tore Match. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Ja, so wird das gemacht. Ein Wechsel seit langer Zeit. Vergasen spielt jetzt Stoker. Einfach mal auswechseln. Das ist auch schon ewig nicht mehr. Es gab beim letzten zwei Matches. Zwei, drei. Bei der ganzen Tour bisher gefühlt. Gab es noch keinen einzigen Einwechsel. Wo ich mir auch dachte teilweise, okay. Ist es nicht die schwerste Tour, das ist mir schon klar, aber man könnte doch ein bisschen die KI ein bisschen nach oben stellen, dass man doch ab und zu mal doch was auswechselt. Und nicht nur, weil jetzt ein Trainer dabei ist, sondern quasi vom System her. Boah, das war jetzt fast schon ein Trickshot. Und Kaiserpinguin 3. Weil es gerade noch so geht. Aus der nächsten Entfernung. Eine kürzeste Hälfte 150 rum, wenn überhaupt 160. Piu, zu wenig. 11 zu 0. Das war die Nummer 11. Vielleicht schaffen wir noch eins. Machen wir das Dutzend wieder voll. Ah, den nächsten Ball halte ich aber. Wart's nur ab. Grande. So schießt man Tore. Nächstes, weiter. Begge. Da hat der Baguette-Kopf. So, diesmal links. Boom. Bitte nicht Boom machen. Was mache ich? Ja, was mache ich denn? Ich kann nichts machen. Diesen hier. Mach ich Bumm. Kann der einmal zum Ball gehen? Ich verstehe es nicht. So, erstmal den Ball schnappen mit der Kantschnur am besten. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Hierher. Dann renn doch hin, wenn du schon hierher schreist. Verpackt gespielt jetzt X. Cooler Name. Könnte man etwas coolere Backstory sein bei seinem Namen. Irgendwie betrügerischer Mann. Oder Frau, gibt es ja auch. Geht ja nicht nur so rum. Oh, kritischer Windhaken.
So. Bisschen wenig CP, aber vielleicht noch genügend Bums dahinter. Dass noch reinrutschen könnte. Vielleicht wird es eher weniger, wenn es keinen Flammengriff sieht. Nö. So. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich einen von denen noch dazu schicke. Für die gerade dort ansässige Situation. Aber egal. Spiel beendet mit 11 zu 0. Geht doch auch. Ich hätte gerne noch das Dutzend voll gemacht. Gern noch eins, aber ich finde 11 reicht schon. Man muss nicht übertreiben. Dafür wird jemand bezahlen. Mit seinem Blut. Juhu, wir haben gewonnen. 14 Torschüsse gegen 0, 19 Technik gegen 12 und 71% Ballbesitz. Hui. Und dafür kriegen wir nur das Stratosportlerwappen. Geil. Fette Ausbeute. Genau der nächste Gegner. Boah, super Überleitung. Der nächste Gegner ist auch schon bekannt, nämlich Protoko Omega 3.0, die zornigen Zeitagenten. Und danach, wenn ich wahrscheinlich alles S hier geschafft habe, gibt es dann die nächste Kiste. Das Ganze quasi parallel dazu auch hier unten. Ja, das sind genauso viele Matches. Auch 4. Und hier dann der ganze Rest. Das wird Spaß. Also nächstes Mal spielen wir dann gegen Protoko Omega 3.0. Hier bei Fake Charles Tour. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal gegen ich muss nachgucken. Rote Gummel 3.0. Alzheimer lässt grüßen. Ne, ist aber nicht so ganz leicht bei dir noch, nicht so ein Match einzumachen. Ich nehme immer mehrere hintereinander auf, dann komme ich ab und zu ein bisschen leicht durcheinander. Und mit denen, die ich gerade bearbeite und hochlade und die heute kamen, die morgen kommen, die ich alle schon vorbereitet habe, da kommt man ein bisschen leicht mit den ganzen Mannschaften durcheinander. Aber nächstes Mal, wie schon gesagt und gerade gesehen, Protoko Omega 3.0, der nächste Gegner hier bei der oberen Abzeigung, der letzte Gegner bei der Tortur. Von oben. Genau. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken, bis nächsten Mal und nicht vergessen, immer schön am kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann. Ciao.